Hallihallo, Hallöchen, Leute. Willkommen zurück zu Digimon World DS. Genau, im letzten Part haben wir das Pagumon ein bisschen scheiße gebaut und von Ellie was Wertvolles gefressen. Einfach so, om nom nom. Und ich wollte offscreen Drachenerfahrung sammeln, fällt mir gerade so ein. Ha, ich doof, Mann. Naja, mache ich mal anders. Dann kriege ich ja später Crawlman und so weiter. Passt schon. Egal, wir gehen erstmal in den Packet Swamp. Vielleicht kriegen wir da auch was. Die Daten sollte ich haben? Ja. Und da können wir von den Gott sei Dank wieder weitere Star Piece holen. Aber, das ist ja schon. Das ging schnell. Also, ihr seid die Gott sei Dank hier leben? Ich hoffe, ihr könnt mir ein Sternstück geben, das ihr halt habt. Ein Sternstück? Was ist das Problem? Was ist los? Gibt es ein Problem? Die Sachen für Sternstücke gibt es bloß in unserem Lebensort. Aber vor kurzem kam schon Gung Gekomon und seine Leute haben uns verjagt. Also gibt es keine Möglichkeit, dass wir sowas machen. Tut mir leid. Ich verstehe, das ist das Problem. Ach, wisst ihr was? Ich rede mit ihnen. Ich sag ihnen, dass er den Hammer zurückgeben soll. Wirklich? Ach, das wäre sehr hilfreich, danke. Du musst bloß in die Whirlpools gehen und dann spin to the left and proceed to certain areas to be alert. Alles klar. Das war das Gebiet. Darf ich ehrlich sein? Ich mag's nicht. Denn ich habe diese ganzen Whirlpools und über die geht's verschiedene Gebiete. So, und wir haben hier Stingmon und ein Stingmon. Ach du Scheiße. Leute, hier sind Stingmon. Angemons Route hilft nichts. Electric Blast. Au. Das war sogar die letzte Stichanimation ziemlich geil. Aber ihr sind fucking Stingmon! Wo kommt die denn her? What the hell, man? Ich meine, wir haben Wormmon schon gesehen, na gut. Aber Stingmon? Das Ding ist stark. Sehen wir mal in unserem. Egal. Apropos Stingmon. Level up für Stingmon. Und für Facepalm. Super. Immer näher. Wir kommen immer näher ans nächste Level. Dann geht's aufs Ultra-Level, Leute. So. Hier gibt's irgendwo eine Truhe, die ich gerne mitnehmen würde. Ach genau, und aus denen kommen wir immer raus zu. Hier gibt's eine Truhe, die ich wirklich gerne mitnehmen würde. Ich verlaufe. Ich hasse diesen. Okay. Kann gut sein, dass wir hier länger als einen Part brauchen in dem Gebiet hier, wenn ich verlaufe mich hier gerne regelmäßig dauernd. Aber jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich mich verlaufen und ich kenne den Weg nicht mehr aus. Wenn ich einen Krabmon und einen Vegimon und einen Krabmon. So, das Vegimon hält, glaube ich, am meisten aus. Das heißt, ich auch das mit dem Straight Punch. Und mit Razor Claws. Und dann alle mit dem Water Blast. Bei dem Krabmon haben sie sogar überlebt. Vielleicht doch erst, doch jeweils eins von denen angreifen sollen. Oder als. Iron Shell. Oh Mann. Ihr seid echt penetrant. Oh, das hat das Ding noch nicht viel Schaden machen, nein. Naja, gut, passt schon. Angemon kann das dann beenden. Doch, der hat bald noch zwei Level und dann habe ich auch da schon Ultra. Angemon hat es auch bald. So, kannst du kaum noch erwarten. Wie Pokémon, wenn die nächste Entwicklung bevorsteht. Gut, so in etwa ist es ja auch. Ich blick's gar nicht mehr. Soll ich die Kiste übersehen, werde ich sie nochmal offscreen suchen. Und hier mal das Ding. Oh, Blossomon, das ist ein Ultra! Leute, chillt doch ein bisschen hier. Den werde ich eh nicht wollen. Hand of Fate. Das ist ein fucking Ultra-Level. Leute, chillt. Electric Blast. Vielleicht kann ich das Ding jetzt schon killen, aber ich glaube es nicht. Das ist, wie gesagt, Ultra. Das hat einen Straight Punch und das ist ziemlich stark. Ikakumon. Das lebt immer noch. Alter, was hält das aus? Ist das ein Tank oder was? Oh, natürlich ging das daneben. Komm, Stingmon. Das soll Angemon hier wieder den Rest machen. Straight Punch!
So. Gar nicht mal so cool. Wie den Insekten-Digimon, also Drachen-Digimon finde ich sowieso nicht. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Ich glaube, ich bin hier gar nicht so voll, aber ich will nicht direkt auf den richtigen Weg rennen. Ich will erstmal... Ich glaube, ich bin straight richtig gerannt, das ist das Problem. So, straight punch. Auf eins der Krabben mache ich Razor Claws. Dann noch eine Evil Wave. Nein, nicht eine Evil Wave. Water Blast wollte ich machen. Das war's, genau. Und natürlich hat das Vegimon auch noch überlebt. Oh Mann. Dann hauen wir erstmal das Vegimon glatt. Das kriege ich mich sicher down. Und Razor Claws. Passt schon. Stingmon. Ach, das. Sehr gut. Schön viele Erfahrungspunkte kriegt man wenigstens hier. Das tut es doch ganz gut. So, wo bin ich jetzt? Diesen blöden Sumpf kennt man sich doch überhaupt nicht aus. Moment, da drüben könnte die Kiste sein. Da drüben könnte die Kiste sein. Das Ding, Mann. Oh mein Gott. Wie soll man sich denn hier bitte auskennen? So, ich versuche zuerst mal dieses Ding hier zu zerlegen. Trick Blast. Und Metallic Ball. Dann wird das Blossom, glaube ich, schon eine Idee. Aber wenn jetzt schon Ultras auftauchen, sollte ich mich auch mal langsam schicken hier aufs Ultra. Jetzt kommen auf jeden Fall erstmal Harpune. Harpune! Bam! Oh ja, yeah, das macht Schaden. Ich hacke mal das halt eben verlassen, wollte ich gerade sagen. Und dann enttäuscht mich. Sollte aber auch mal wieder ein paar Level-Ups kriegen. So, hä? Kraft des Lichtes! Reicht nicht. Stingmon, hau drauf. So. Angemon kriegt man ein Level. Lanzer hat auch ein Level-Up. Und Ikakumon auch bald. So. Dann werde ich mal ein bisschen switchen wieder, denn... Du bist Level 25 noch. Dann werde ich dich mal gegen Angemon austauschen. Einfach mal so. Angemon ein bisschen auf die Ersatzbank schicken. Nehmen wir ein bisschen mal Raphael wieder mitnehmen. Gargomon heißt genau. Hier die Spitznamen ein, das ist die normalen Namen. Egal. Oh Gott, ey. Pfui. Bunny Pummel. Bom, bom. Gargoschrot, glaube ich, heißt in der Serie. Bam. Oh, das macht Schaden. Das Ding kann ich sogar umhauen, ne? Ja, wunderbar. Gargomon ist eben Verlass. So. Und das sollte eine Harpune erledigen. Die hier sowieso bald ein Level-Up kriegt, kann ich auch immer die Mittel in den P verschießen. Dazu sind sie auch da. Das klickt. Ah, das ist beides Level 26. Oh, Angemon hat 4 noch fürs Level-Up. Hier ist die Kiste. Und ist es die, wie ich meine? Nein, Reparatur T. Das gibt es was ganz Bestimmtes, was ich brauche. Ein Gekkomon. Und ein Gekkomon. Und. Oh Gott, noch. Sag es nicht, dass er. Okay. Erstmal zack. Ach, das ist Feuer. Darum hat es so viel Schaden vorhin gemacht. Alter Verwalter, das ist krass. Warum? Electric Blast sollte dir doch einigermaßen Schaden drücken, oder? Stunt, ja. Jetzt kommen erstmal die ganzen Gekko-Monster an. Aber das gibt bestimmt gute Erfahrungspunkte. Die drei geben... Oh, nee, ist verwirrt. Ikakumon! Evil Wave! Yes! Das hat ordentlich Schaden gedrückt. So, jetzt kommt das Krabmon noch dran. Au, oh, wie zwicke. Das ist ja heftig. Straight Punch. Erledigt. So, die ersten zwei sind down. Du hast nichts, was mehr Leute trifft, oder? Nee. Poisonous Powder. Das bringt nichts. Dann... Razor Claws, dann kannst du die Kakumon, dass die alle drei mit einem mit dem nächsten Evil. Oh, warte mal. Drei mit Evil. Fuck it!
Gargomon! Scheiße. Ja, ich kann nochmal Evil Wave machen. Oh Mann, ey. 5 auf einmal. Ah, es hat wieder einen, okay. Alter. P-Chip S erstmal. Gargomon. Und da ich, das kann sich auch im Kampf fallen. Jetzt kriegt doch bald wieder ein Level-Up daher. Passt die Sache schon. Ah, komm einfach mal 5 Digimon auf mich zu. Oh, ich dachte jetzt schon wieder, ey. Da wäre ich aber ausgetickt. So. Diesmal lasse ich aber nicht drankommen. Zack. Zack. Du hast 3 mit dem Rock-Propeller. Kann nämlich Kakko und das Ganze mit einem Water Blast erledigen. Und tschüss. Kakko kriegt bald ein Level Up. Super. Der Rest. Ah, Angemon braucht auch nicht mehr lang. Angemon ist noch 10, 11 Kämpfe. Dann glaube ich, könnte das sogar für unsere Magna Angemon digitieren. Die Erfahrungspunkte habe ich ja so. Da geht's zum Boss. Und ich glaube, da geht's straight zurück. Und da ist die Kiste, die ich suche. Wahrscheinlich. Gut, dann machen wir die 3 Vegimon oder 2 noch. Nee. Oh, nicht schon. Alter, nicht schon wieder. Erstmal heilen. Warte mal, kann ich fliehen? Sehr schön. Mache ich erstmal den Boss und gehe danach nochmal her. Oder. Ich will das alles mitnehmen. Ja, ich mach erst den Boss. Ich habe hier so viel übersehen. So, wen nehme ich mit? Ich glaube, ich lasse das Ding mal da draußen und gehe auf Turgemon und gehe auf meine geballte Angriffspower. So, Angemon. Ja, passt schon. Passt schon, geh mal hin. Rabbit. Rabbit. Dieser Platz fühlt sich gut an. Entschuldigung. Was gibt es denn? War das nicht original die Heimat der Gotzumon? Könnt ihr nicht mit ihnen hier in Frieden zusammenleben? Auf keinen Fall, das ist unmöglich. Dieser Platz ist nur für uns. Niemand anderes darf hier neben uns leben. Meine lieben Gekomon, holt, schnappt sie euch. Müssen wir denn kämpfen? Okay, es sind erstmal nur 3 Gekomon. Das sollte eigentlich zu machen sein. Straight Punch. Und Straight Punch. So, dann sollten noch 2 nach dem Water Blast schon mal ziemlich, oder hoffentlich schon mal umfallen. Nein, ich hab. Okay, aber spannend auf jeden Fall 2 um, aber das macht sogar mehr Schaden. Oder wir haben sogar weniger, als ich dachte. Tschüss. Nein, noch nicht ganz, aber Togemon macht das jetzt. Einfach der Bosskampf ever. Das war so lange nicht. Ihr seid ziemlich gut. Aber könnt ihr wirklich mich besiegen? Ribbit. So. Shogun Gekomon. Das Ding hat sogar 2 mehrere Felder, oder? Ja, es hat 2 Felder. Egal. Gargo Schrot. Nee, langsam. Bosskämpfe mache ich immer auf normaler Geschwindigkeit und. Oh Mann, das geht schon daneben. Das fängt wieder gut an. Egal. Jetzt gibt's das gefürchtete Nadelfeuer. So. Musikfaust! Wow! Harpune! Heilige Mutter Gottes, was war. Verdammt viel Schaden! Crit! Ah.
Instant Freezer. Zumindest nur Ikagumon. Den trifft es nicht so hart. So, Aura of Healing. Er zieht die Schwierigkeit hier ordentlich an. So. Und das gefürchtete Nadelfeuer. So, was nun? Unten Crit. Sehr gut, Togemon. Und drei Treffer. Kompost-Hurler. Was ist das denn wieder? Gagumon! Dafür gibt's eine Evil Wave, du Schwein. Yeah. So. Also fast dafür, das auszuwechseln. Aber auf wen? Stingmon vielleicht? Ja, mach mal das. Stingmon! Metallic Ball. Stun-Wahrscheinlichkeit 10%. Das könnte helfen. Zack. Ah, leider nicht. Instant Freezer. Das trifft wieder mal die Kakumon. So, du hast Electric Blast. Ah, das hilft nicht viel. Daneben das Nadelfeuer. Aber jetzt könnte die Kakumon abkacken. Das wäre schlecht. Und bam. Aber ich hab's bald. Ikagumon! Nein! Das ist schlecht. Auswechseln. Ikagumon für Angemon. So, Angel. Haben wir noch ein Revive dabei? Revive S. Ja, sogar viele. Aber, verdammt. Das hätte ich machen müssen, wenn die Ikagumon nach einer Party wäre. Egal. Dann kriegt die Ikagumon eben keine Erfahrungspunkte. Naja. Double Light, Chris. Dann Kraft des Lichtes. Ja, das macht sogar Schaden. Angemon, das macht sich. So, und das gefürchtete Nadelfeuer. Ja, das muss man immer so betonen. So. Oh nein, ich ging wieder die Musikfaust. Das ist so schlechter Gesang. Darum macht das so viel Schaden. Metallic Ball, das müsste es eigentlich dann sein. Komm. Ja. Aber jetzt gibt es auch nicht Erfahrungspunkte. Und Raphael kriegt ein Level Up. Der braucht doch noch eins, um die Armor die Gesundheit verziehen zu können. Ach ja, warte mal, ich habe das die Armor noch gar nicht dafür. Und gehen wir noch ein Level Up. Super. Ribbit, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Oh, tut mir leid, vergibt uns. Versteht ihr jetzt? Versprecht mir, dass ihr friedlich mit den Gottesmann zusammenlebt. Ja, ich verstehe. Es tut uns wirklich leid. Doc und Gekomon, wir haben verloren. Ich bin geschockt, ich kann es nicht glauben. Danke, danke euch Leuten. Können wir wieder hier leben? Wir werden euch nicht mehr, ärgern. Sonst werden wir wieder verprügelt. Hör mal zu, wenn ihr sie nochmal hier raus vertreibt, werde ich euch nicht so nett zu euch sein, okay? Ich verstehe, okay. Aber jetzt werden wir ganz friedlich leben, ja? Keine Sorge. Wir werden ganz grob mit der Katze mal zurechtkommen. Wir können alles zusammen singen. Wir werden immer früher das sein. Wir wollten noch ein Geschenk geben. So ein Sternstück. Wir haben ein neues gemacht. Boah, schau mal aus, das ist der Wahnsinn. Es ist Christus, dass das Ellie hatte. Ja, ich denke, Ellie wird diesmal froh sein. Danke, Gotzumon. Wir sind die Leuten, die euch danken sollen. Na dann, viel Glück. Danke, das euch auch. Okay, lass uns jetzt gehen. Lass uns zu Ellie gehen. Ja, keine Sorge, ich weiß. Doch bevor wir... Okay, warte mal. Ich würde mal sagen... Ja, okay, suchen wir erstmal Ellie. Dann, wenn ich sagen, mache dann offscreen, suche ich die Kiste. Hey, Ellie. Ellie, hi. Hey. Oh, Nico und Pagumon? Hallo, ihr beiden, was gibt es denn? Wir wollten dich sehen. Ellie, tut mir leid für das, was ich letztes Mal getan habe. Ich gebe dir das her, sei bitte nicht traurig. Ist das ein Sternstück? Aber ich habe nie eins so groß gesehen, wow. Habt ihr das nur für mich geholt? Ja, Pagumon bestand drauf. Danke dir, Pagumon. Ich werde jetzt das Schatz, das hüten. Ja, Ellie sieht so glücklich aus. Ja, das ist geschafft, Pagumon. Yay.
Hm, ich bin froh, dass Ellie so fröhlich war. Ja, ich auch. Das fühlt sich gut an. Hey, Neko, ich möchte noch mehr Sachen machen, Leute zu freundlich zu tun. Das ist, so ist richtig Pagumon. So wie Pagumon jetzt redet, denke ich, es wächst wirklich an. Ist das deine Idee von einem Digimon, das heranwächst? Du bist lächerlich. Was? Wer war das? Wer bist du denn? Hey, wer bist du? Ich bin Alphamon. Ich bin einer der Wächter Digimon in der Digi-Welt. Warum machst du dich so über Pagumon Lust, über Pagumons Wachstum lustig? Das ist nicht nett. Das solltest du wissen. Das Wachstum eines Digimon ist so einfach, indem es digitiert und stärker wird. Da ist kein Platz für Freundlichkeit. Digi-Arm, heute Freundlichkeit ist schon mal. Nein. Das ist nicht wahr. Digimon haben genauso ein Herz wie Menschen. Also denkst du nicht, ist es wichtig, dass Digimon auch verschiedene Emotionen hat? Also du denkst, dass Digimon und Menschen miteinander brauchen? Lass mich dir sagen, ich glaube das nicht. Digimon und Digi-Welt brauchen die Hilfe von Menschen nicht. Eines Tages wird das jeder kapieren. Was ein Creep. Was ist mit dem denn los? So ein Penner. Ich weiß es nicht, aber es sieht so aus, als würde er wirklich Menschen hassen. Lass zurück zur Digi-Farm und uns ausruhen. Noch nicht, denn... Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt aber mal hier einen Schnitt und dann suche mir die Kiste, die ich zu... oder ich suche mal alle Kisten ab. Drinnen wird der Part ein bisschen länger, aber nicht, auch nicht so schlimm. Also dann bis gleich. So, hier ist die besagte Truhe. Hüpfst du mal die Maus im Bild? So, oder ich hoffe, das ist die besagte Truhe. Ich habe das Digi-Armor der Freundlichkeit erhalten. Endlich, denn das brauche ich für eine bestimmte Sache. Denn wenn jetzt nämlich Gargumon bzw. Raphael noch ein Level erreicht, dann kann ich seine Armutige so machen lassen. Zu Grerimon. Hier genau. Das brauche ich eher, um die Aptitude zu erhöhen, um dann nämlich Rapidmon zu kriegen. Dann später, um das Ding nochmal irgendwas aufs Negalevel zu kriegen. Auf Level 27 ist ein Level ab noch und dann kann ich hier schon eine Armor-Digitation machen. Steam, glaube ich, könnte das auch schon machen. Aber das möchte ich gerne auf Level 30 haben. Ne, das braucht auch noch ein Level. Angemon braucht noch das eine Level ab. Wollen nur noch ein paar Level ups und dann habe ich sowieso bald die ganze Digitation. So, dann sehen wir uns doch. Wobei. Ich gucke mal hier ein bisschen weiter um. Hier kommt man bloß irgendwie raus. Okay, Moment. Bisschen noch. Pfui. Hier ist aber echt penetrant, ey. Moment. Machen wir jetzt mal ganz einfach. Swap. Angemon für Ikagumon. Dann hast du bitte mal mit dem Metallic Ball drauf, weil dann habe ich nämlich die Evil Wave wieder. Das ist so ein krasser Move. So, und du, das Nadelfeuer. Weil Stigmon auch schon deutlich Schaden macht. Ich habe hier die Kakumon gar nicht gebraucht. Spiralblumen. Das macht der Schaden. Das war richtig viel. Heilige Scheiße. Komm, hau bitte alle um. Wunderbar. Oh, Stigmon kriegt halt auch nochmal ein Level Up. Den könnte ich auch eine Armor-Digitation machen lassen. Ich würde mal sagen, das war's mit Digimon World DS für heute. Ich werde offscreen mal aus diesem blöden Sumpf rausgehen und dann sehen wir uns nächstes Mal von Digi Central und machen weiter. Bis dann. Ciao.